So, hallo, willkommen zurück. Ich bin's wieder, der Schmarinator. Wir sind in einem neuen Game. Seasons After Fall nennt sich das Game. Ich habe wieder mal gar keine Ahnung, worum es in diesem Spiel geht. Ich habe das mir geholt, weil das so fancy-schmancy aussieht. Und ich hatte Bock auf ein fancy-schmancy Game. Und in letzter Zeit habe ich ja mit so kurzen Games, die irgendwie so Indie-Sachen sind, habe ich ja ganz gute Erfahrungen gemacht. Und deswegen wollte ich Seasons After Fall mal einfach die Möglichkeit geben, auch zu glänzen. Und ja, wir gucken mal gemeinsam rein und lassen uns überraschen, was das denn überhaupt ist. Scheint auf jeden Fall was sehr Ruhiges zu sein. Also der Gegenpol zu Max Payne 3. Das ist, glaube ich, unser Protagonist, dieser Fuchs hier. Aber ich glaube, ihr wisst schon direkt, was ich meine mit diesem ganz schönen Arzi-Schmarzi-Fazi hier, das Game. Aber ich finde so Games auch immer ganz geil, muss ich sagen. Also, ich habe es ja letztens schon mal in irgendeiner Spieleserie angesprochen, dass diese ganzen langen Games und so, dass die immer so ein bisschen auch, oh, das sieht doch schön aus, oder? Oder bin ich da wieder nur der Einzige, dem sowas gefällt? Ich find's geil. Ja, hier im Chat wird auch geschrieben, sieht schön aus. Ja, bin ich auch. Ich finde, sowas darf auch mal sein. Oh, huch. Okay. Wir sind vielleicht doch kein Fuchs, wir sind irgendwie ein Glibberwesen in den Wurzeln. Was ist das? Huch. Okay. Scheint viel mit Musik zu tun zu kläffen. Okay, aber kläffen lässt schon eher auf so einen Fuchs schließen und nicht auf so ein komisches Ding hier. Was auch immer wir sind. Wir sammeln hier mal fleißig alle Dinger hier ein. Also ich weiß nicht, ob wir das machen müssen, aber ich habe so ein Gefühl, könnte gut werden so. Vielleicht ist das sowas wie Sauerstoff oder so. I don't know. Wenn ihr irgendwelche krassen Erklärungen dafür in den Kommentaren habt, schreibt sie gerne. Da kommen wir aber nicht rein. Ah, kommen wir da rum? Nö, hä? Ja, ich weiß, ich bin schlimm bei sowas. Ich erforsche gerne immer alle Sachen. Aber da kommen wir gar nicht rein, da, an dieses eine Ding da. Ja gut. Keep your secrets, then. Huch. Okay, kurz mal angekläfft hier, den Kollegen. Huch. Sind wir in der Strömung gefangen? Wir waren sehr kurz in einer Strömung gefangen. Aber das Spiel ist schon eher so anscheinend eines der ruhigeren Spiele. Mehr Platz für mich zum Durchfall reden. Was ich, diese Situation nutze ich natürlich schamlos aus und da wird hier direkt wieder der reinste Müll reingelabert. So wie man mich kennt. So, kann ich die hier allein sammeln oder spawnen die einfach dann unendlich? Ich glaube, die spawnen unendlich, oder? Wir sammeln nochmal so ein paar, aber es sieht eher so aus, als wollten die mich nur aufhalten. Ah, das sieht aus, wie als würden die hier unendlich spawnen. Ah. Keine Ahnung, vielleicht müssen wir die aufsammeln. Dass wir hier irgendwie uns aufleveln, um diesen Blumen dann ihre Energie dazu geben, damit wir sie ankläffen können. So, nämlich, genau. Genau das meinte ich. Ja, Entspannungslevel over 9000, so sieht sie nämlich aus. Wird hier gleich das Mikro hochgeschraubt und dann gibt es hier einen Flüster-ASMR-Stream dazu. Huch, was ist hier? Was ist bei dir so los?
Willst du mich fressen? Darf ich mich fressen lassen? Oder bin ich jetzt tot? Nee, das war tatsächlich Sinn und Zweck der Sache. A long time to wake up, little seed. If the guardians were here, they'd give you serious reprimand. If you sleep too much, one day you'll lose yourself in your dreams and never wake up again. Yeah, that's exactly what the guardians would say. But luckily for you, I'm here to greet you today. And I'm much younger than them, so I won't lecture you. Hey. Our second guest has arrived earlier than expected. Oh, das ist der Fuchs, oder? Little Seed, in honor of this special day, may I introduce your present. Mein Geschenk? Warum ist das mein Geschenk? Wild Fox. Ugh, it's better than nothing, I suppose. I would have preferred a smarter and better looking animal. A wolf, maybe. Still, you know what? It doesn't matter. Wolf wäre auch cool gewesen, auf jeden Fall. So, okay. Wir machen das Beste daraus und suchen mal. Go up to him. Don't be afraid. Ich bin doch schon dabei. Kollegin, stress mich nicht. Ich dachte, das sei hier ein Entspannungsspiel und kein Stress dich kaputt Spiel. Hey, not too close. You'll frighten him. Ja, okay. Him come to you. Okay. Hallo? That's it. Now entice him to the center of the sanctuary. Ja, klar. Ja, komm mit. Ja, komm. Ja, fein. That's it. Ja, fein. Yes. Ja, komm. Just a little further. Wie, der stirbt jetzt, ey. Really slow. Come on, we're not going to eat you. Perfect. Stay there, little seed. Leave the rest to me. Nö, der wird jetzt hier nicht geopfert. Nee, 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 nee. Oder werden wir jetzt zum Fuchs? Wir sind der Fuchs. Now you have a body, you'll be able to visit the Guardians of the Seasons. I have no choice. I must stay here. So, where do I start? Oh, I know. If you follow this path to the east and travel beyond the tall grass, you'll come to the edge of the woods. This is the domain of the Guardian of Winter. It has something I need, and you alone can get it for me. You'll realize what it is when you see it. But I won't give the surprise away. Okay. Oh. Was für ein süßes Gebelle wir haben. Hui, wir springen auch so geil. So, mal gucken. Wir sollen also zum, wie war das, zum Geist des Winters oder sowas gehen? Und irgendwas für unsere Person, die hier mit uns spricht, besorgen. Mal gucken. Wir haben noch keine Fähigkeiten, ich nehme an, also es wirkt gerade so ein bisschen so, als wäre es so ein Metroidvania-Spiel, wo man dann nach und nach irgendwie Sachen, Fähigkeiten freischaltet, um dann andere Wege gehen zu können oder so. I don't know. Oh. Das hier meine ich, zum Beispiel diesen Pilz werden wir wahrscheinlich irgendwie ausklappen können. Und dann können wir den als Jumppad da hoch benutzen, das geht jetzt aber noch nicht. Also gehen wir erstmal oben lang. Ups. Wenn er denn springt, der Kollege Fuchs. Und irgendwie mit Jahreszeiten hat das was zu tun. Wir sollen die Geister der Jahreszeiten besuchen und ja, jetzt erstmal Winter wohl. Run, jump, enjoy your new body. Ja, habe ich schon. Ich habe auch irgendwas gefunden. I'll always be watching over you. Oh, das ist nett. Oh, was bist du? Hallo? Was, sieht aber cool aus, das Spiel. Also das muss man ihm schon mal lassen direkt. Das kann das Spiel gut aussehen. Auch wenn es jetzt nicht wieder eine Grafikbombe ist, so an sich. Aber, oh, was ist das denn hier? Ich kann Blumen zum Wachsen bringen. Hm. Hätte ich ja noch was machen können. Warte mal, ich gehe nochmal hoch und schreie sie nochmal an. So richtig zur Entspannung. Okay, ne.
noch mehr Schreiblumen. Da kommen wir nicht hoch. Ich sehe schon, hier gibt es wieder 70 Millionen Sachen zu erforschen. Wo sich der Schmerader dann wieder hier schön ablenken lässt und wieder der Hauptstory nicht folgen kann. Weil er wieder 70 Trilliarden Sachen sich ablenken lässt und dann irgendwelche Secrets hinterherjagt. Nein, es tut mir sehr leid, aber ich muss da jetzt auch noch gucken, was da oben ist. Da führt jetzt tatsächlich kein Weg dran vorbei. Wenn ich das hier schon ausgelöst habe, muss man da auch einmal hoch, ne? Nachher finden wir hier, keine Ahnung, den Zweihänder mit 5 Klingen oder so. Und dann fehlt uns der nachher. Das ist so eine alte Dark Souls-Krankheit tatsächlich, dass man immer alles erforschen muss. Oh, da ist noch so eine Knolle. Sieht aus wie Knoblauch, aber ist es wahrscheinlich nicht. So, Achtung. Ja, Folter scheint es jetzt tatsächlich nicht zu geben. Angebrüllt. Das ist aber auch ganz gut so, weil wir sind ja schon von etwas höherer Strecke gefallen. Hallo Eulen, was geht bei euch so? Ich muss kurz nochmal da unten gucken, weil ich bin ja jetzt wahrscheinlich direkt den richtigen Weg gelaufen. Nicht, dass wir hier direkt schon, wie gesagt, den Zweihänder Level 15 verpassen oder so. Und dann, ne? Man kennt das ja. Aber ne, anscheinend nichts verpasst. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das Spiel ein bisschen geradliniger ist. Dann müssen wir hier nicht immer alles dreifach erkunden. Wobei ich dem kleinen Fuchs schon ganz gerne zugucke beim Laufen auch. So, bald der Vorfahren. Yes, die sehe ich. Interesting, aren't they? But it can't have been easy with such big paws. Don't say too much about them when you see the Guardian. It might get upset. Okay. Ja, wir sprechen nicht über seine riesigen Klauen. Keine Sorge, beziehungsweise Quoten. Wie auch immer. Sorry. Einmal kurz gehustet. Da hätte ich darüber springen müssen. Okay, da ist nix. Oh Gott, was runtergefallen? Eulenstatue. Noch mehr Eulenstatuen. Hüpf. The Guardian loves sleeping amongst the totems. Follow them. They'll lead you to its lair. Was ist das hier? Eieiei. Teilweise weiß man nicht hier so richtig, was zum Vordergrund und was zum Hintergrund gehört, so. Okay. Hier wieder so ein Falte-Dings. Was bist du denn da oben? Ah, die verstärken quasi meinen Schrei, die antworten mir. Kollegen, geh hier. Hallo. Hallo. Okay. Interessant. Kurz mal die Qualle in einen Stein gegangen. Ist hier jemand? Schon wieder so eine. Hallo, Herr Qualrich. Halt, Herr Qualrich, stopp. Oh. So, weg. So, hier drüben haben wir was ausgeklappt. Hier. Ach, das ist der Weg zurück. Ja, zurück wollen wir aber noch nicht, tatsächlich. Das war noch nicht so der Plan. Ist hier so? Ja, darüber kann ich noch nicht springen.
So weit kann ich nicht springen. Vielleicht kriegen wir noch irgendwie einen Doppelsprung oder sowas. Dann geht das. Aber noch haben wir nicht die nötige Power, um darüber zu kommen. Den können wir auch nichts anfangen, obwohl die so schön leuchten. Einmal vorsichtig hier runter droppen. Oh, ich sagte vorsichtig. Geschafft, wir haben es überlebt. Hallo. Okay. Spooky Scary. Geiler Bär. Was bist du denn für ein geiler Bär? Bist du der Herrscher des Winters? Massiv angebrüllt den Bären auf jeden Fall erstmal. Bist du nett? Chillst du? Okay, er formt erstmal einen riesigen Urinball. Die Pipi-Kugel, die jetzt blau ist. Okay. Die schnecken wir uns doch mal direkt. Die Kugel. Das war jetzt zu anstrengend für dich. Du bist wieder direkt pennengegangen, ne? Ja. Okay, vielleicht snacken wir uns die Kugel auch nicht. Erstmal. Hallo? Ah. Ja, okay, der scheint etwas tiefer zu schlafen, der Kollege. Dann wollen wir ihn mal nicht weiter stören und gehen hier mal die Kugel weiterjagen. Passiert. I sense you're on the way back, little seed, with a fragment of winter. Muss ich zurückbringen oder was? I think it's trying to communicate with you. It may react if you bark. Bark twice if it's a bit deaf. Okay. Huch. Hä? Ach so, mit dem kann ich jetzt die Gezeiten ändern oder was? Okay, wir machen jetzt erstmal das, was die Madame sich gewünscht hat. Sie wollte ja irgendwie, dass wir... Ah, wenn wir zweimal hier bellen, dann wechseln wir auf Winter. Ach so, okay. Ja, cool. Das Uch. Was ist das? Warum? Ist die nur im Sommer so, oder was? Ach so, nur im Sommer ist der Tree so ausgefahren. Was passiert bei denen im Winter? Okay, die gehen einfach zu. Hm. Ja gut. You really amaze me. You're quicker than I thought. Just goes to show, you can't judge a book by its cover. Klar. The fragment is heading towards the sanctuary. Don't let it out of your sight. Hey. Oh, können wir wieder Schneebälle machen? Warte, hier einmal dem Ding hier folgen, da drauf springen. Und dann hat es vorhin Schneeball geschossen. Achtung! Und? Klabutsch. Schneeball! Okay, den Winter-Move hat er jetzt. Gott. Den Winter-Move hat er jetzt gerade alleine gemacht. Ich habe gerade nochmal auf Sommer gewechselt, aber. Da hat er nochmal selbst zu Winter gewechselt. Die Hüb. Oh ne. Okay. Gut, dass es kein Fall-Damage gibt. Aber dann haben wir es auch nochmal getestet, auf jeden Fall. Dann laufen wir jetzt zurück, geben kurz... Ah, hier. Da sind wir schon. Okay. Was genau hast du da jetzt gezeichnet?
Gut. Du hast jetzt hier eine Person gezeichnet oder sowas. Naja, nicht wirklich gesagt, aber es ist immer sehr müde, ja, das kenne ich. The Guardian is so bad-tempered that even the animals don't venture into this forest. Also bist du nicht so nett, oder wie? Beziehungsweise dein... Ja, wobei, du bist das ja. Du bist ja der Spirit. Basically, they're very old. So old that they tend to talk rubbish. But luckily, they're here to protect the fragments. They just have to learn how to let go. Nee, das wollte ich gar nicht. So, Schneekanone. Schneekanone. Das bedeutet, ich kann jetzt hier hoch, kann so machen und dann kann ich hier den Kollegen benutzen, was auch immer. Ja, gut. So, einmal Muffo. Knoblauch. Okay. Ach, das mussten wir sogar machen. Herr Tosi, dich verwirrt, dass Mario nicht nach rechts läuft. Das ist, ich muss dich leider enttäuschen. Das ist nicht Mario. Das ist Season After Fall. Und wir sind auch kein Klempner, sondern ein Fuchs. Ja, wobei, vielleicht ist der Fuchs auch ein Klempner. Man weiß es nicht, aber bisher zumindest noch nicht. Look, little C. The fragment's already in place. It's waiting for you. Move into the center. Go on. Don't be afraid. Und was passiert, wenn wir mit unserem süßen kleinen Fuchs in das Center laufen? Das erfahren wir beim nächsten Mal, wenn es heißt, wir sind wieder bei Seasons After Fall mit dem Schmarinator. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Ich finde das Spiel echt interessant bisher. Mal gucken, wir kriegen das noch durch. Vielleicht steckt ja noch mehr dahinter, als nur nach links und rechts laufen. Vielen Dank fürs Zusehen und ich wünsche euch wie immer einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Tag. Was auch immer ihr habt. Hauptsache ihr habt Spaß. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschaußen.